Herzlich willkommen, liebe Zuschauer und natürlich alle Märklin-Fans hier auf der Nürnberger Spielwarenmesse im Jahre 2020. Es ist die 71. Messe. Und jetzt muss ich ein Wort in eigener Sache machen. Sie haben sicherlich darauf gewartet, dass es um 10 Uhr losgeht. Aber wir sind heute wie die Deutsche Bahn. Wir haben eine technische Störung gehabt und kommen in umgekehrter Wagenreihenfolge hier zum Ziel. Es tut uns ganz herzlich leid. Sehen Sie es uns nach. Aber jetzt klappt alles. Es ist alles perfekt. Und wir können jetzt unsere Live-Übertragung hier von dem Märklin-Messestand senden. Neben mir steht Reinhard Reindl, den begrüße ich ganz herzlich. Guten Tag. Hier und er wird uns natürlich für Märklin Rede und Antwort stehen. Ja, gerne. Guten Tag, Herr Buttig. Ja. Guten Tag, liebes Publikum. Es freut mich, erstmalig für Märklin Ihnen Rede und Antwort stehen zu dürfen für das Neuheitenprogramm 2020. So, die aufmerksamen Zuschauer werden schon gemerkt haben, Reinhard Reindl war ja vorher bei einem anderen Unternehmen, aber deswegen freut es mich umso mehr, ihn hier als alten Bekannten wieder begrüßen zu dürfen. Und die Freude, denke ich, ist auf beiden Seiten erstmal. Na, auf alle Fälle, ja. Und wir sind einem Thema verbunden, das ist die Modelleisenbahn und die verbindet. So, kommen wir gleich zum ersten Thema. Sie mussten lange genug warten. Und zu diesem ersten Thema haben wir einen kleinen Einspieler vorbereitet. Und zwar geht es um das Thema Tortenschlacht. Mhm. Dazu sagen wir gleich noch mal was. Ja, wir haben also den Tortenschlacht-Video gesehen. Reinhard, aus welchem Grund wurde der gemacht? Der wurde gemacht, um mit unserer Weihnachtskampagne für 2019 ein neues Publikum anzusprechen mit einem lustigen Video, das zeigt, wie eigentlich Kinder mit ihren Eltern oder Großeltern in dem Fall in die Welt der Modellbahn eindringt. Und dieses Video sollte ja Mütter, Väter, Opa, Oma dazu ansprechen, mit ihren Enkeln und Kindern die Welt der Modelleisenbahn zu eröffnen und vielleicht ein Virus dem Kinde vermitteln, damit die langfristig diesem wunderschönen Hobby verbunden bleiben. Und daran ist ja auch eine Aktion gebunden an diese Tortenschlacht-Video? Ja, richtig. Also im Zusammenhang mit diesen Videos gibt es auch einen Gutschein über 70 Euro, mit dem dann die angebotenen Startsets preisermäßig erworben werden können. Stichwort Starterset. Wir haben welche hier. Alles live und ohne Farbe. Es handelt sich um diese Teile. Ja, auf dieses Teil, das eigentlich sich aus mehreren Teilen
das aus mehreren Teilen besteht. Da sind wir irrsinnig stolz, das ist eine ganz tolle Idee unserer Mitarbeiter. Wir hatten die letzten Jahre Themenwelten geschaffen, das Thema Feuerwehr, das Thema Landwirtschaft, das Thema Airport. Und in diesem Jahr widmen wir uns dem Thema Baustelle. Neben einem Startset mit einem neu entwickelten Mischmaschinenwagen und attraktiven Fahrzeugen, die einen hohen Spielwert garantieren, wollen wir diesen aber noch erweitern durch eine sogenannte Baustellenaktion, wo man mit natürlichen zusätzlichen Elementen, Sandsteine, durchaus Müllsachen, Papier und so weiter, die Baustellenwelt des Echtbetriebes nachspielen kann als Kind. Zusätzlich als besonderes Highlight bieten wir da ja einen Kranwagen an, total neu konstruiert, neu entwickelt, der da noch zusätzliche Spielmöglichkeiten bietet. Also der geht auch richtig, mit dem kann man richtig arbeiten. Der geht wirklich, der hat seitliche Abstützungen, sodass er nicht umfällt und auch schwere Lasten tragen kann. Und der funktioniert wirklich, also mit einer Kurbel kann das entsprechende Teil, ob es nun ein Baustein ist, ob es ein Stein ist oder ein Becher mit Sand, der kann dann gehoben und verschoben werden. Ja, liebe Zuschauer, Sie sehen also, Märklin macht sich da riesig Gedanken, auch um unsere Jüngsten, was das Wichtigste in unserem Leben ja ist, die Kinder. Und die brauchen wir auch unbedingt, um den Nachwuchs hier zu fördern. Und Reinhard hat es gerade angesprochen, wir brauchen die Eltern, wir brauchen die Großeltern, wir brauchen eigentlich alle, damit wir die Kinder, unseren Nachwuchs mit dem Virus Eisenbahn eigentlich infizieren, oder? Falsch gesagt. Ja, richtig. Also wir reden dieser Tage immer vom Coronavirus und nie vom Modelleisenbahnvirus. Der Modelleisenbahnvirus ist ein Virus, den kann man A, nicht heilen, B, es gibt kein Medikament dagegen, es gibt nur Medikamente dafür und es ist eigentlich die schönste Krankheit, die man sich vorstellen kann, weil wir haben wirklich mit der Modelleisenbahn ein extrem faszinierendes Hobby. Und wie Sie ja merken an meinem Auftreten, meiner Begeisterung, ich bin selbst schon jahrzehntelang infiziert. Da können wir doch alle ganz froh sein, dass wir diesen Virus nicht loswerden gegenüber den anderen. Dann haben wir natürlich noch einen kleinen Einspieler vorbereitet. Das ist ein Thema, was voriges Jahr auf der Messe eigentlich, oder vor 2 Jahren? Jim Knopf war vor 2 Jahren. Film Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, ist vor 2 Jahren vorgestellt worden. Letztes Jahr haben wir unsere Startpackungen ausgeliefert, aber wir haben gemeinsam mit dem Film unsere Produkte präsentiert. Also wollen wir uns diesen Einspieler noch mal kurz ansehen. Wir gucken uns jetzt noch mal den Jim Knopf Werbefilm an, damit Sie, liebe Eltern, Großeltern, auch genau wissen, was damit gemeint ist. Jim Knopf, Freunde, aufgepasst! Mit Emma von Märklin geht's auf nach Lummerland. Die Scheinwerfer anschalten und das spannende Abenteuer beginnt. Abfahrt auf Gleis 1, den Berg hinauf zum Königsschloss, über die Talbrücke rein in Tunnel 2. Schnell, das Tempo erhöhen. Das Land der 1000 Vulkane ist weit. Jetzt neu, die Jim Knopfwelt von Märklin. Ja, das war der kurze Einspiel, lieber Reinhard. Ich denke, er sollte eigentlich Appetit machen und die Kinder und die Jugendlichen an die Eisenbahn holen. Ja, stimmt. Irgendwie, ich beneide Jim Knopf. Ich hätte auch gern meine große, kleine Eisenbahn. Ich muss sie mir in einer anderen Art und Weise erfüllen, diese Träume. Aber kommen wir auf Jim Knopf zurück. Jim Knopf erlebt ja in diesem Jahr neue Abenteuer. Es wird ein neuer Film im Herbst ausgestrahlt, Jim Knopf und die Wilde 13. Die Wilde 13 ist mehr oder weniger eine Piratengruppe, die Jim Knopf dem Film das Leben schwer machen wird. Ich möchte nicht in Details eingehen, weil der Zuseher möchte sich ja den Film dann von Anfang bis zum Ende genüsslich ansehen können. Aber so viel sei gesagt, Jim Knopf wird mit seinem Freund Lukas, der Lokomotivführer, wieder einige spannende Erlebnisse haben. Und natürlich darf dann die Dampflokomotive Emma und die kleine Molly nicht fehlen. Dann freuen wir uns alle sehr auf dieses Set, was dann noch angeboten wird und die vielen Abenteuer, die Jim Knopf mit Hilfe von Märklin absolvieren kann. Ja, das hoffen wir auch, dass es diese Abenteuerwelt dann auch in der Modellbahnwelt geben wird.
Hier sei auch noch erwähnt, um Jim Knopf und seine Freunde Dampflokomotive und Freund Lukas noch besser bespielen zu können, wird das Thema auch noch mit passenden Güterwagen abgerundet. Ein Güterwagen zum Thema Meeresleuchten, dann ein Wagenset zum Thema Schatz der wilden 13 und zu guter Letzt werden auch noch verschiedene Länder, die Jim Knopf und Lukas bereisen werden, dargeboten. Also alles für die Spielenwelt der Kinder gut bestens vorbereitet. Wir freuen uns schon drauf, ihr sicherlich auch. Aber du hattest gerade das Stichwort genannt, Modellbahnwelt. Und das ist eigentlich das Stichwort, wo wir jetzt uns den Erwachsenen zuwenden. Wobei, so ganz unerwachsen war das ja eben nicht. Die Großeltern müssen es ja kaufen. Zwangsweise, aber ich glaube, mit diesem überzeugenden Produkt, mit diesem liebevoll gestalteten Produkt ist es kein Zwang, kaufen zu müssen, sondern das macht man gerne, um mit den Kindern schöne Zeiten zu erleben. Hast du toll gesagt. Genau so ist es, machen wir auch. Kommen wir zu der ersten Neuheitenvorstellung, worauf schon viele von Ihnen jetzt warten werden. Und zwar fangen wir an mit einer Baureihe 74 der MHI. Das ist die Märklin-Händler-Initiative. Ja, Sie wissen ja, wir feiern heuer ein ganz besonderes Jubiläum. Ich gehe dann später noch drauf ein. Die Märklin-Händler-Initiative ist ja ein Partner, mit dem wir schon über 30 Jahre zusammenarbeiten. Und in diesem Zusammenhang bieten wir für dieses Jahr ein Thema, das ist der Wendezug. Wir haben ein Wendezug-Thema auch noch später im Programm, über das wir sprechen. Aber als Baureihe 74 wird ein Wendezug aus der Bahndirektion Hamburg angeboten. Originalfoto zum Beispiel. Originalfoto, ja. Wie die Museumslokomotive heutzutage aussieht. Wir haben unser Modell auf aktuellem Stand der Technik gebracht. Eigentlich sind es innere Werte, durch das sich unser Modell auszeichnet, weil erstmals wird unsere 74er Sound haben, einen umfangreichen Sound. Und wie schon vorher gesagt, die Lokomotive kommt aus der Bahndirektion Hamburg. Es wird Bahnhofsdurchsagen geben, Lokführeransagen in typisch plattdeutschem Dialekt, dieses Modell mit etwas Besonderem auszeichnen zu können. Zusätzlich eben, es handelt sich um eine Wendezuggarnitur, Lokomotive mit Lichtwechsel weiß-rot, wozu wir natürlich auch eine Wagengarnitur mit 4 Donnerbüchsen anbieten. Mit inkludiert ist ein umgebauter Gepäckwagen mit Endführerstand, der zusätzliche Soundfeatures bietet und auch Lichtwechsel weiß-rot hat. Das ist zum Beispiel so eine Sache, die ich persönlich noch gar nicht kannte, dass man das also als Wendezug gefahren hat. Ich kenne viele Wendezug oder sag mal Steuerwagen, aber so eine Donnerbüchse als Steuerwagen oder Gepäckwagen habe ich eigentlich noch nie gesehen. Ja, ich muss gestehen, es ist nicht sehr oft gewesen, aber gerade in der Nachkriegszeit hat man nicht die Möglichkeiten gehabt, sehr viele neue Fahrzeuge sofort in Betrieb zu nehmen und hat sich dadurch entschlossen, Altbaufahrzeuge zu adaptieren. So eben diesen Baby G41 zu einem Steuerwagen mit Endführerstand. Jetzt kommen wir zu einem Modell, liebe Zuschauer, was ich ganz besonders mag. Und wir haben es auch schon in den Foren gelesen. Viele Märklin-Freunde mögen diese Lok ganz besonders. Es ist die Diesellok Baureihe 247 Vectron. Auch ein mit dem MHI-Geburtstag zusammenhängt. Die Lok sieht man hinter uns zum Beispiel als Großmodell. Aber wir haben sie auch als Modell hier stehen. Das ist eine Mischung zwischen Vectron und V200, oder? Ja, so war der Grundgedanke dieses Modells. Ich möchte da ganz kurz ein bisschen ausschweifen. Wir arbeiten jetzt schon 30 Jahre mit der Märklin-Händler-Initiative zusammen. Damals waren es nur 47 Händler, mit denen man diese Kooperation geschlossen hat. Ziel war es, immer wieder Fahrzeuge aufzulegen, die so am allgemeinen Markt nicht verfügbar waren.
sind, mit speziellen Features, entsprechend Soundeinrichtungen, entsprechender Formgebung. Und da diese Zusammenarbeit sehr viele tolle Modelle herausgebracht hat und wir jetzt das 30-jährige Jubiläum feiern, ist der Gedanke gekommen, nicht nur Generationen zu verbinden, sondern auch Fahrzeugepochen zu verbinden. Die moderne, ultramoderne Diesellokomotive der Jetztzeit, der Vectron, mit dem Design der klassischen V200 aus den 50er Jahren. Und diese Symbiose der Farbgebung mit modernem Design ist schon was ganz Spezielles. Und wie wir aufgrund der Rückmeldungen hier auf der Messe erleben, die Nachfrage ist extrem groß. Es ist ja sehr erstaunlich, wenn man sich dieses Lokmodell anschaut, dass das so eine Begeisterung hervorruft. Vielleicht macht es auch das Design die gute alte Zeit. Ich habe auch in den Foren gelesen, liebe Zuschauer, da hat ein Merklinist geschrieben, vielleicht ist das ja schon der Schritt voraus, dass die Deutsche Bundesbahn wieder Deutsche Bundesbahn wird, denn man will wieder zurück die Staatsbahn wieder zu dem eigentlichen Modell zurückführen, dann hat es eigentlich besser funktioniert. Oder anders gesagt, früher war alles besser. Ich glaube nicht, dass früher alles besser war, aber ich glaube auch nicht, dass die Deutsche Bahn AG sich in Deutsche Bundesbahn umbenennen wird. Schön wäre es irgendwie, weil mit Deutscher Bundesbahn verbinden viele Bürger in Deutschland sehr gute Erinnerungen. Ich kann nur sagen, dieses Fahrzeug gibt es derzeit noch nicht im Vorbild, aber es wäre sicher reizvoll, die V247030 auch einmal auf der großen Schiene fahren zu sehen. Dann geben wir das dann den Hersteller Vectron mal weiter. Vielleicht. Ja, kommen wir zu dem nächsten Modell. Dazu gibt es einen Einspieler. Ich möchte jetzt dazu sagen, wir haben das so ein bisschen kombiniert. Wir haben da mal so in den Archiven von MacLean ein bisschen rumgekramt. Und bevor wir das nächste Modell vorstellen, auch ein Insider-Modell, möchte ich Ihnen erstmal kurz einen alten Werbefilm aus den 60er Jahren zeigen, der genau dieses Modell schon auf der Anlage hatte. Sind wir mal gespannt. Hallo, es ist soweit. Ihre Trans-Europa-Pläne werden immer aktueller. Jetzt bringt Märklin neben dem niederländisch-schweizerischen TEE ganz neu die Kombination der Bundesbahn. Mit der sensationellen Schnellfahrlok E03. Ein vorbildgetreuer Nachbau, ein Glanzstück für Ihre Modellanlage. Geben Sie freie Fahrt. Wählen Sie Märklin für die schnelle Europastrecke. So, es ging natürlich nicht zum Schluss um die Baureihe 103, aber die war beachtlich zu sehen, wie die an dem Kran hing, muss ich sagen. Das ist ja auch mal so eine Sache. Nicht für den Kran im Endeffekt, ja. Aber es war schön zu sehen, dass dieser TEE-RAM eigentlich schon mal existiert hat und jetzt wieder auf den Märklin-Gleisen rollt. Sicherlich in verbesserter Form? Nicht nur verbessert, sondern in komplett neu konstruierter Form. Das alte Modell hat ja doch schon 50 Jahre am Buckel gehabt, war längenverkürzt aus Blech und für damalige Verhältnisse sehr detailliert, aber für heutige Verhältnisse nicht mehr zeitgemäß. Der RAM ist ein ganz spezielles Fahrzeug. Es gibt 4 klassische TE-Triebzüge, mit denen der TE-Verkehr Ende der 50er Jahre eingeführt worden ist und sich in Europa durchgesetzt hat. Ein besonders prägnantes Fahrzeug ist eben dieser RAM und das nebenbei auch noch ein klassisches Märklin-Fahrzeug ist, steht er uns sehr gut an, auch im neuen Neuheitenprogramm. So, und dann geht es auch gleich weiter in den neuen Neuheitenprogramm. Und zwar 175 Jahre Württembergische Eisenbahn steht auf dem Tablett. Ja. Und da habt ihr auch was anzubieten. Ja, als württembergische Firma, als klassisch württembergische Firma, spielt natürlich die Württembergische Eisenbahn bei uns immer eine Rolle. Man kennt heutzutage die Württembergische Eisenbahn im Zusammenhang mit dem modernen Nahverkehr rund um Stuttgart, aber vor 175 Jahren, als die erste Eisenbahn zwischen Cannstatt und Untertürkheim gefahren ist, hat man sich natürlich von der Faszination der modernen Bahn von heute noch keine Gedanken machen können. Tatsache ist, dass wir dieses Jubiläum feiern wollen mit einem speziellen Güterzug
aus der württembergischen Eisenbahnzeit, und zwar mit der G12 in Länderbahnlackierung im Zustand der frühen 20er Jahre. Wobei zu achten ist, diese G12 hat kein königliches Wappen mehr, sondern die, zu dem Zeitpunkt, als die G12 geliefert worden ist, war Deutschland schon eine Republik, und der König in Württemberg hat abgedankt. Deswegen ist es eine württembergische Staatseisenbahnlokomotive im Zustand der ganz frühen 20er Jahre. Und dazu wird natürlich auch dann noch ein Güterwagenset angeboten, was wir jetzt nicht im Bild zeigen können. Aber dazu kann man zumindest, weil die war ja auch eine klassische Güterzuglokomotive. Vor allem eine Güterzuglokomotive für einen schweren Güterverkehr, insbesondere auch über die Geislinger Steige. Das Wagenset ist sehr aufwendig gestaltet mit speziellen Beladungen, wie unter anderem Strohbeladung, mit aufwendig bedruckten Bierkühlwegen und Säuretopfwagen. Also das Güterwagenset passt zur Lokomotive und zeigt einen typischen Güterzug der frühen 20er Jahre. Und beim Thema Güterzug, liebe Freunde, wollen wir natürlich bleiben, oder Güterzuglokomotiven. Da gibt es natürlich die ganz klassische Lokomotive. Man nannte sie früher auch den Knochenschinder oder den Heizerschreck. Das ist die Baureihe 44. Heizerschreck deswegen, weil bei der Deutschen Reichsbahn gesagt wurde, es ist erstaunlich, dass auch Blumenerde brennt. Das war bei der Deutschen Bundesbahn anders. Die hatten noch richtige Steinkohle, aber es war trotzdem ein Knochenjob, denn die hat sehr viel Kohle und Wasser verbraucht. Die 44er hat viel Vorräte verbraucht. Eisenbahnfreund bzw. auch als Modelleisenbahner sieht man nicht die Qualen der Lokomotivführer und insbesondere der Heizer, aber es war früher generell ein extrem strapaziöses Leben auf Dampflokomotiven. Die 44er ist natürlich da besonders hervorgestochen. Auf der anderen Seite war die 44er eine gelungene Lokomotive, die zu höchsten Leistungen fähig war. Als Modell bieten wir in diesem Jahr erstmalig die 44 in der Kohleversion an, wofür natürlich entsprechende Formumbauten am Kessel, am Tender notwendig waren. Die Ausführung entspricht einer frühen 60er Jahre Lokomotive. Besonderes Feature im digitalen Bereich ist neben Führerstandsbeleuchtung auch das Feuerbüchsenleuchten, und als kleines Gimmick, sollte einmal ein Funken in den Aschkasten fallen, auch am Aschkasten leuchtet hin und wieder eine LED, um dieses Gimmick zu zeigen. Also, diese Maschinen sind natürlich auch bei den Fotografen, ich weiß, dass, wenn die noch draußen rumfahren, sehr beliebt. Sie haben einen voluminösen Klang, das sind unheimlich wuchtige Maschinen und konnten auch sehr viele Wagen wegziehen. Die nächste Neuheitenvorstellung ist die Dampflok der Baureihe 78. Das ist ja auch so ein Klassiker, der wahrscheinlich schon öfters mal gewünscht worden war und jetzt umgesetzt wird. Die 78er ist nicht nur bei der großen Eisenbahn ein Klassiker als Lokomotive, als Dampflokomotive aus der Kaiserzeit, sondern auch aus dem Hause Märklin. Die 78er war ja schon ein sehr betagtes Modell aus unserem Haus, und aufgrund der sehr vielen Rückfragen unserer Kundschaft haben wir uns entschlossen, diese Lokomotive als komplette Neukonstruktion anzubieten. Wir erlauben uns in diesem Jahr zwei Epoche-Versionen im Programm zu haben. Einerseits die Baureihe 078 der Eisenbahndirektion Essen. Entschuldigen Sie, der Baureihe 78 aus der Bundesbahndirektion Essen in Epoche 3, Mitte der 60er Jahre, und als Epoche 4 Lok, als 078 des Betriebswerkes Ahlen im Schwabenland. Und damit wir nicht nur halbe Sachen machen, bieten wir auch gleich noch ein Reko Eilzugwagenset dazu an. Wir bieten da einen Mitteleinstiegseilzug an. Es handelt sich hierbei auch um einen Wendezug, so wie unsere 78er vorbildgerecht mit Wendezugsteuerung ausgerüstet ist, um einen typischen Personenzug nachzubilden Ende der 60er Jahre, wie er im Remstal von Aalen nach Stuttgart gefahren ist.
So, liebe Zuschauer, ich möchte aber trotzdem noch was dazu sagen. Sie sehen manchmal, dass wir also Katalogbilder einblenden. Das hat folgenden Sinn. Die Lokomotiven werden hier rumgereicht, auch durch die Zeitungen zum Fotografieren. Und da sind uns einige Lokomotiven abhanden gekommen. Die sind natürlich alle selbstverständlich hier zu sehen. Nur als kleine Erklärung, wenn Sie sagen, ja, da sind ja nur Zeit oder da sind ja nur Katalogbilder. Die Lok ist tatsächlich körperlich da, aber wir haben sie, als wir hier uns vorbereitet haben, leider nicht angetroffen. So, machen wir weiter. Im Wagenbereich, in Spurweite H0, da gibt es einen Kühlwagen Bauart TNOMS-35. TNOMS-35 ist ein komplett neuer Güterwagen aus unserem Haus. Ein Kühlwagen mit isolierten, glatten Seitenwänden und Stirneisluken. Wir haben schon einige Kühlwagen bei uns im Programm. Immer wieder erneuert und auch mit älteren Formen, aber das ist ein klassischer Kühlwagen aus den 50er, 60er Jahren und den wollten wir als Ergänzung zu unserem Güterwagenprogramm in Epoche 3 als Neukonstruktion anbieten. Wird sicherlich auch sehr interessant werden für viele Modellwagenfreunde, aber noch interessanter kommt der nächste Bulle. Es ist auch wieder eine Dampflok, und zwar die Baureihe 95, die ja hauptsächlich auch in Thüringen beheimatet war, aber nicht nur da, sondern auf fast allen Gebirgsstrecken. Ich sage auch zum Beispiel im Harz zum Beispiel war sie zu Hause oder dann im Thüringer Wald sowieso oder anderen Gebirgsstrecken. Die Baureihe 95 ist natürlich ebenfalls ein Hingucker. Die Baureihe 95 ist für uns eine besondere Herausforderung, weil es ist nicht so einfach, auf so einer kleinen Lokomotive die Bulligkeit des Vorbildes wiederzuspiegeln, was wir aber mit unserer Neukonstruktion von vor 3 Jahren durchaus recht gut geschafft haben. Um aber unsere ostdeutschen Modellbahnfreunde und Sympathisanten auch einmal mit ihrer Lokomotive zu befriedigen, haben wir uns vorgenommen, die Baureihe 95 in einer Ölversion dieses Jahr zu bringen. So, und dann geht es gleich weiter, liebe Zuschauer, im Reigen der Modellbahnvorstellung hier. Jetzt wird es ganz modern. ICE4. Ja, ICE4 ist wirklich ganz modern. Konzern Siemens liefert ja gerade an die Deutsche Bahn AG die bestellten Triebzüge ab. Und es sind schon mittlerweile einige Varianten in unterschiedlicher Farbgebung auf der Strecke zu sehen. Das ist natürlich Verpflichtung für uns, auch den ICE4 in 1:87 umzusetzen, wobei wir aufgrund der Überlänge des Vorbildtriebzuges uns entschieden haben, unser Fahrzeug in 1:95 zu realisieren, um ein einwandfreies Fahren auf Modellbahngleisen zu ermöglichen. Wir wollen ja nicht, dass er bei jedem Oberleitungsmasten hängen bleibt. Wir wollen auch nicht, dass er Weichenlaternen mitnimmt oder dass keine Zugbegegnung möglich ist. Deswegen die Verkürzung. Unser Triebzug ist voll ausgestattet mit heb- und senkbaren Stromabnehmern, mit Innenbeleuchtung, mit Führerstandsbeleuchtung, mit diversen Soundfunktionen. Er entspricht in der Gestaltung komplett dem Vorbild und wird ein schönes Modell werden. Eine Version wird ja noch heuer geliefert werden, das ist die klassische IC-Lackierung mit dem roten Streifen. Die zweite Version kurz nach Jahreswechsel 2021 mit der grünen Stirnfront. Okay, mit der grünen Stirn. Das heißt, die fährt Ökostrom. Bei euch auch. Entschuldigen Sie, jetzt habe ich Sie leider. Die fährt Ökostrom bei euch auch. Ja, ja, sicherlich. Also unser Strom kommt aus der Steckdose, okay. Und der muss ja umweltfreundlich sein. Alles klar, wir bleiben im elektrischen Bereich und gehen in die Schweiz. Da gibt es eine BE46. Das ist ja auch ein sehr interessantes Modell. Bei dem Begriff BE46 geht mir regelrecht das Herz auf. Es ist eine traumhaft schöne Lokomotive, eine beeindruckende Lokomotive aus der Frühzeit der Elektrolokomotiventwicklung und anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Elektrifizierung der Gotthardstrecke bringen wir diese Lokomotive nun in 1:87 auch bei uns heraus. Eine wunderschön feine Nachbildung des Vorbildes mit sehr feiner Dachgestaltung, schön gestalteten Widerständen, super feinem Triebwerk, also wenn man die Steuerung anschaut, die feinen Treibräder,
Also es ist wirklich ein sehr zeitgemäßes Modell, das viele Modellbahnkunden ansprechen wird. Und auch technisch hat das Modell einiges zu bieten, denn neben Sound gibt es diverse Lichtfunktionen, Schweizer Lichtwechsel natürlich, Führerstandsbeleuchtung, Maschinenraumbeleuchtung etc. Also, auch hier denken wir, Sie haben es ja auf den Bildern gesehen, ein sehr gelungenes Modell. Und weil wir es gerade von Güterzuglokomotiven hatten und Bullen, kommen wir zum nächsten Bullen, nämlich eine Diesellokomotive, die Class 66. Ist ja auch so ein Klassiker. Zwischenzeitlich schon. Insbesondere bei der modernen Bahn sieht man in ganz Deutschland, ja eigentlich in ganz Europa, Mitteleuropa zumindest, die Class 66 herumfahren. Dieser Typ Lokomotive hat bei uns im Hause Märklin wirklich gefehlt. Eine große, bullige, neuzeitliche Diesellokomotive, die in aller Munde ist. Und daher, ja, sie hat kommen müssen aus unserem Haus. Und unsere Konstrukteure und unsere Entwicklungsabteilung hat ihr Allerbestes getan, um ein hochwertiges, sehr fein detailliertes Modell komplett neu auf die Beine zu stellen. Und wir sind stolz, dass uns mit sehr vielen technischen Features und mit sehr vielen Ansteckteilen ein hervorragendes Modell gelungen ist. Kommen wir weiter. Wir bleiben bei den bulligen und bei den sehr großen Lokomotiven. Wir verlassen Deutschland und fahren jetzt oder fliegen jetzt über den großen Teich nach Amerika zu einer ganz, ganz großen, die ja auch im vergangenen Jahr wieder auferstanden ist, die Big Boy. Big Boy 4014 ist ja ein Inbegriff der Modelleisenbahnwelt, ein Inbegriff der Eisenbahnwelt und nicht nur in Deutschland, wie Sie sagen, sondern weltweit. Der Big Boy ist die größte Lokomotive, die je entwickelt worden ist und es ist auch die kraftvollste Dampflokomotive, also ein gigantisches Fahrzeug, das wirklich die Herzen jedes Eisenbahnfreaks höher schlagen lässt. Wir haben das Glück gehabt, dass meine Kollegen beim Rollout des Vorbild Big Boys im Mai 2019 nach der Wiederaufarbeitung dabei sein haben können und das Modell untersuchen haben können, was hat sich gegenüber der früheren Version des Big Boys verändert. Diese Informationen haben wir natürlich genützt, um in unsere Konstruktion mit einzubringen. Und unser Modell entspricht, ja, man muss fast sagen, hundertprozentig dem aktuellen Big Boy 4014. Der Tender ist komplett umgebaut worden zu einem Öltender. Der Kessel wurde umgebaut, Aschkasten entfernt. Die Anzahl der Lichtmaschinen wurde erhöht. Der 4014 hatte jetzt zwei Lichtmaschinen gegenüber früher eine. Im Führerhaus wurde eine neue Stehkesselrückwand gestaltet. Als kleines Gimmick, wie beim Vorbild auch, das sollte auch der werte Kunde sich im Modell anschauen, am Boden des Führerstandes, des Modells, befindet sich das Wappen der Union Pacific mit der Betriebsnummer 4014, so wie beim Vorbild auch. Und das ist schon ein besonderes Highlight. Und wir haben mit diesem Big Boy schon ein ganz tolles Erinnerungsstück geschaffen, das, ich glaube, längerfristig in den Schränken der Modellbahnfreunde stehen wird. Davon bin ich natürlich ganz sehr überzeugt. Und ich denke auch, die Freunde der amerikanischen Eisenbahn werden dieses Modell lieben, was bei euch rauskommt. Während wir jetzt den großen Teich wieder überfliegen, mit einem kleinen Werbeeinspieler sprechen wir eine neue Spur an, nämlich die Spur 1. Und da haben wir ja auch was zu bieten. Seit 20 Jahren war sie das vielbestaunte Hobby vermögender Kreise, die Märklin-Modellbahn der Spurweite 1. Heute ist sie wieder zu haben. Und wieder ist sie eine Schönheit, eine echte Märklin, wie ihre weltberühmte kleinere Schwester. Nur anspruchsvoller durch ihre dreifache Größe. Und wie jede Schönheit liebt auch sie den größeren Rahmen. Wer sie sich leisten kann, hat etwas Seltenes. Märklin Spur 1. Ja, liebe Zuschauer. Sie sehen es an dem Werbeeinspieler, man hat sich damals schon die Mühe gegeben, die Spur 1 passend einzusetzen. Wenn Sie also einen Garten haben oder besser noch einen Swimmingpool, können Sie diese Szene ebenfalls nachstellen.
Wir finden es sehr neckisch und interessant, was in den 60er Jahren schon an Werbung betrieben wurde für die Modellbahn, die leider heute so ein bisschen fehlt irgendwo im öffentlich-rechtlichen Raum oder überhaupt im Werbefernsehen. Gibt es nicht allzu viele Werbefilme von der Modelleisenbahn? Da wurde damals in den 60er Jahren schon unheimlich viel gemacht, denke ich mal. Das stimmt. Also wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, Modelleisenbahn war damals wirklich in aller Munde. Ob man nun mit den Eltern ins Wirtshaus gegangen ist, ob man Fernsehen gesehen hat. Modelleisenbahn war ein Bestandteil der Gesellschaft und sowohl jung wie auch alt, Männlein und Weiblein hat sich für Eisenbahn interessiert. Leider ist die Modellbahn jetzt ein bisschen in den Hintergrund gerückt aufgrund der neuen Medien, der neuen Beschäftigungsmöglichkeiten, aber ich sehe das als Herausforderung für uns als Branche an, hier wieder eine breitere Kundschaft anzusprechen. Das ist ja bei euch schon ganz gut gelungen bei McLean. Wir haben natürlich in Spur 1 ein Modell anzubieten, die V320, eine Baulok von der Firma Wiebe. Ja. Vielleicht haben Sie auf dem Messestand schon die V320 der Firma Wiebe gesehen. Ja. Ja. Also es ist wirklich eine beeindruckende Lokomotive. Sie haben nicht das Glück gehabt, die Lokomotive zu heben, denn unsere komplette Neukonstruktion aus Druckguss wiegt 9,2 Kilo, das muss man sich einmal vorstellen. Also nichts für Lasercut-Brücken. Nicht unbedingt für Lasercut-Brücken und ich glaube auch für einfach oder nicht ordentlich zusammengebaute Brücken dürfte es Probleme geben. Aber diese 9,2 Kilo zeigen schon, was hinter dem Modell steckt. Also ein sehr ausgeklügeltes Modell mit sehr vielen technischen und optischen Feinheiten. Und die haben natürlich ihr Gewicht und eigentlich macht das Modell seinem Ruf alle Ehre, denn auch das große Fahrzeug in sich birgt. Und es klingt beeindruckend, liebe Zuschauer, das kann ich Ihnen versprechen. Als wir die Lokomotive hier aufgenommen haben, sie qualmt richtig und sie macht auch diesen ordentlichen Sound, den man von dieser V-Reihe 320 gewöhnt ist. Ja, man hat ja fast den Eindruck, das Original steht vor einem, weil die Lokomotive qualmt aus beiden Schornsteinen bei Bedarf. Und wenn das Fahrgeräusch, die Generatoren angehen, die Kühleraggregate angehen, dann brummt es so richtig am Gleis und ja, man fühlt sich sofort auf dem Bahnhof versetzt neben der Vorbildmaschine. Ich kann die Begeisterung teilen und ihm nur zustimmen. Jetzt, wenn der Rauch sich verzogen hat aus den Dieselaggregaten, liebe Zuschauer, verkürzen wir die Zeit wiederum mit einem kleinen Werbeeinspieler, ebenfalls aus den 60er Jahren. Wir wechseln die Spur und zwar, wir gehen jetzt in die Spur Z, aber zuvor gucken wir uns mal diesen wunderschönen Film an, der verdeutlicht, wie klein eigentlich diese Eisenbahn ist. Die da, die Märklin Mini Club, die kleinste elektrische Eisenbahn der Welt. Auf kleinstem Raum das große Spielvergnügen. Märklin Mini Club, der Freizeithit für die ganze Familie. Jetzt im Fachgeschäft erhältlich, in Märklin Präzision. Die kleinste elektrische Eisenbahn der Welt. Märklin Mini Club. Ich hatte ja schon immer geglaubt, die Spur Z gibt es nicht mehr. Aber die gibt es noch und es ist erstaunlich, dass die auch fahren, dass man auf so einer kleinen Fläche auch Motoren und Elektronik unterbringt. Das ist für mich eine Brezel. Sie können sich ja vielleicht noch erinnern, in den 70er Jahren hat es ja auch einmal eine Glühbirne gegeben, in der die Baureihe 80 eingebaut worden ist. Vielleicht können Sie sich ja noch erinnern an das kleine Köfferlein, in dem eine Z-Anlage gefahren ist. Also man kann mit Z sehr viel realisieren mittlerweile. Die Technik ermöglicht es auch zwischenzeitlich auch schon nicht nur fein detailliertere Modelle, sondern auch elektronisch hochwertigere Modelle in diesem Maßstab umzusetzen. Und die erste sehen wir nämlich, das ist die Baureihe 41. Der Deutschen Bundesbahn in Öl gefeuert. Wir bilden mit der Baureihe 41 ein Modell für unsere Clubmitglieder an, die einen Hochleistungskessel hat, einen Neubau-Hochleistungskessel, wie sie Ende der 50er Jahre in die Vorbildmaschine eingebaut worden sind. Zusätzlich natürlich mit Ölfeuerung, wie 40 andere Originallokomotiven auch. Das Modell ist eine komplette Neukonstruktion und wer vielleicht noch ältere Z
Modelle bei sich zu Hause stehen hat, wird merken, dass das Fahrwerk sehr detailliert ist, also mit Bremsgestänge, mit Nachbildung der Sandfallrohre etc. Also hier ist der Detaillierungsgrad in diesem kleinen Maßstab schon auf ein neues Niveau angehoben worden. Natürlich ist auch die Steuerung viel feiner und die Optik des Vorbildes kommt in diesem kleinen Maßstab, also in 1:220 recht gut herüber. Also ich denke, das ist auch ein sehr gelungenes Modell, liebe Zuschauer. Dazu gibt es natürlich dann noch ein Schwerlastwagen-Set, beziehungsweise ja, ein Schwerlastwagen-Set, was wir momentan nicht im Bild leider zeigen können. Aber im Katalog finden Sie das auf alle Fälle, was dann passend für die 41 mit rangehangen werden kann. Und ich denke, es gibt ja noch mehr Güterwagen als nur dieses Schwerlastwagen. Auf alle Fälle. Ich möchte aber trotzdem kurz auf das Schwerlastwagen-Set eingehen. Diese Schwerlastwagen SSY45 sind nämlich eine komplette Neukonstruktion aus Druckguss, also Metallfahrzeuge, sehr fein detailliert, die mit neu konstruierten Leopard 1A1 Panzer beladen sind, um einen Militärzug der 60er, 70er Jahre nachbilden zu können. Da gehen wir gleich weiter in dem Reigen der Neuheitenvorstellung. Spur Z darf natürlich eine Vectron nicht fehlen, und zwar eine Cargo-Lok. Cargo ist ja heute der Inbegriff für den modernen Güterverkehr. Und Vectron ist der Inbegriff für moderne Lokomotiventwicklung mit speziellem Design. Und diese Kombination ist ein besonderer Reiz, den wir auch den N-Bahnern bieten wollen. Eine neuzeitliche Lokomotive im aktuellen Design, und da der Vectron natürlich unendlich viele Varianten anbietet, nicht nur deutsche Varianten, auch schweizerische, so sehen wir uns schon verpflichtet, auch in Z ein entsprechendes Modell umzusetzen. Also, wie gesagt, diese Farbvarianten wird es geben. Green Cargo sieht man zum Beispiel sehr viel auch in Schweden rumfahren, Green Cargo Lokomotiven. Aber nicht nur da, muss ich dazu sagen. Ne? Ja, die Green Cargo Baureihe 185 ist eine Lokomotive, die ist natürlich in Schweden immatrikuliert, wird aber auch in Deutschland hin und wieder vor Zügen eingesetzt werden. Also in Norddeutschland und Mitteldeutschland sieht man durchaus Green Cargo Lokomotiven fahren. Jetzt wird es etwas größer, liebe Zuschauer. Wir verlassen die Spur Z und kommen auf die Spur N. Das ist so das Erträgliche, was man gerade noch so als Mann mit Brille hinbekommt, auch Lokomotiven aufzugleisen, sage ich immer. In der Spur N kommt eine Dampflok 01220 Minitrix. Die hat ja mal auf so einem Denkmalsockel gestanden. Ja, und zwar, es ist die bekannte Treuchtlinger 01. Die ist eigentlich dadurch, dass sie als Museumslokomotive am Sockel gestanden ist, noch bekannter als, als während ihrer Dienstzeit. Wir haben die 01 komplett überarbeitet und die notwendigen Formänderungen vorgenommen, um dieses Modell schön in Spur 1 umsetzen zu können. Zusätzlich natürlich mit Führerstandsbeleuchtung, mit Triebwerksbeleuchtung im Maßstab N, das ist ja auch was Besonderes. Feuerbüchsen flackern, nicht flattern. Also die Lokomotive hat auch elektronisch einiges zu bieten. Dazu kommt natürlich, passend natürlich haben wir da auch im Trix in Spur N auch wahrscheinlich die passenden D-Zugwagen, epochegerecht. Die sind mit Sicherheit da. Aber wir machen einen Sprung, und zwar kommen wir jetzt zu einem Güterwagen, und zwar zu diesem 40-Fuß-Containerwagen. Das ist ja auch eine Neukonstruktion. Der 40-Fuß-Containertragwagen ist eine komplette Neukonstruktion, auch ein Druckgussmodell. Hier muss gesagt werden, vom Vorbild, das Basisfahrzeug ist ein SGNS-Containertragwagen mit einer entsprechend größeren Länge. Das Vorbildfahrzeug wurde in der Mitte mehr oder weniger zersägt und die Enden zusammengefügt, und dadurch ist der neue 40-Fuß-Containertragwagen entstanden. Schwieriges Wort. Schwieriges Wort, ja. Wir haben es natürlich nicht so gemacht und einfach unsere Containertragwagen, unsere bestehenden, händisch zersägt, sondern wir haben neue Formen gestaltet. Zusätzlich haben wir aber auch noch eine weitere Variante geschaffen mit diesem Formensatz, und zwar der Waggonbaufirma Poprad, die in unserem polnischen Coil-Transport-Wagen-Set angeboten wird. Der Wagentyp unterscheidet sich leicht von dem vorhin besprochenen, ist aber eben, wie gesagt, auch in dem Formensatz integriert, eine Neukonstruktion.
Wir verlassen jetzt die Spur N wieder, liebe Zuschauer, und jetzt wird es ganz groß. Relativ groß. LGB-Stichwort ist ja auch eine Marke unter dem Dache von Märklin. Und da gibt es ja auch sehr interessante Lokomotiven vorzustellen. Ich nehme einfach mal weiter. Die deutschen Reichsbahn-Fans werden sich freuen. Es ist eine Lokomotive aus dem ehemaligen VW Hans Beimler in Henningsdorf. Und zwar die V10C der Epoche 4. Wir sind stolz, dass wir dieses Fahrzeug jetzt im großen, kleinen Maßstab realisieren haben können. Es ist eine komplette Neukonstruktion, also Innenleben ist neu, ja, alles ist neu und Fahrwerk neu, Aufbau neu. Wir haben uns bemüht, ein großes Fahrzeug praktisch zu schrumpfen, um fast dasselbe Feeling auch wieder zu geben, was uns, glaube ich, recht gut gelungen ist. Das Fahrzeug ist auch fein detailliert mit vielen angesetzten Teilen, auch mit Edge-Teilen, die sehr fein sind, so wie der Kühler vorne, wie auch die Auspuffverkleidung aus geätztem Blech sind. Wir haben uns auch viel Mühe gegeben, ein Fahrzeug einmal in einer kleineren Größe zu realisieren, damit auch die Kunden, die weniger Platz haben, in ihrem Wohnzimmer oder im Schlafzimmer, am Ehebett mit dieser Lokomotive fahren können. Also ich kenne Leute, die machen das. Die lassen die Eisenbahn das ganze Haus fahren. Ich grüße nach Falkensee. Ich muss aber gestehen, ich kenne Ehefrauen, die ziehen nicht komplett aus, wenn die Eisenbahn das Haus dominiert. Okay? Das ist, glaube ich, immer dieser Kampf des Mannes mit der Ehefrau, die Eisenbahn doch immer wieder gewinnbringend, sage ich jetzt mal, nicht nur zwischen Daumen und Zeigefinger, sondern platzmäßig unterzubringen. Das stimmt, aber es ist ein schöner Kampf, muss ich sagen. Und man kann manchmal mit guten Zureden auch die weibliche Welt davon überzeugen, dass Modelleisenbahn das schönste Hobby der Welt ist. Hat es auf den Punkt gebracht gerade. Aber im LGB-Bereich, liebe Zuschauer, gibt es noch mehr. Wir fliegen jetzt wieder mal schnell nach Amerika. Und da gibt es ebenfalls eine Neukonstruktion von euch. Wir haben sie gerade im Bild schon eingeblendet. Santa Fe, das ist doch der Traum aller Träume, oder? Schon. Die Santa Fe Railroad, das ist ein Inbegriff der amerikanischen Eisenbahn, zumindest hier in Europa und ich gehe mal davon aus, auch in den USA. Und von dieser Bahnverwaltung haben wir uns diese F7 ausgesucht als A- und B-Unit, um sie neu in LGB zu platzieren. Unser neues Fahrzeug für dieses Jahr zeichnet sich nämlich dadurch aus und hebt sich auch von den anderen F7, die wir bisher geliefert haben, ab, dass die Seitenfläche echt verchromt ist. Also der Spiegeleffekt, denn auch das Vorbild... Man sieht es ja auch hier im Bild. Ne? Richtig, ja. Der Spiegeleffekt ist auch vorbildgerecht und kann durchaus begeistern, weil es einmal ganz was anderes ist. Ist nur schwierig, wenn man die Lok anhält, man darf keine Fettfinger haben, da sieht man die Fingerabdrücke. Auf der anderen Seite, auch im Vorbild hat man Tapser gesehen und es gibt ja sowas wie ein Brillenputztuch, mit dem man Fingerabdrücke hat es wieder im Griff. Ja, und jetzt kommen wir über den großen Teich wieder zurück und landen in der Schweiz. Da gibt es ja auch ein sehr interessantes Lokmodell. Sie sprechen die HG44 an. Die HG44, das ist ein, ja, eigentlich unser Stolz, unser besonderer Stolz dieses Jahr auf der Messe. Das Muster der HG44 im Zustand des Museumsbetriebes der Dampfeisenbahn Furka ist auch hier auf der Messe vorgestellt. Also es ist ein beeindruckendes Metallmodell. Sehr fein detailliert mit einem funktionierenden Zahnradantrieb. Also der Betrieb auf einer Zahnstange ist definitiv möglich. Und es wird ja auch demonstriert am Stand. Es wird auch demonstriert und man kann wirklich die Lokomotive so in Betrieb nehmen, wie im Vorbild auch. Also der Zahnstangenantrieb klingt sich ein, wenn die Lokomotive in die Zahnstange einfährt. Natürlich hat der Modellbahner auch die Möglichkeit, den Zahnstangenbetrieb abzuschalten individuell. Dann fährt die Lokomotive rein auf Adhäsionsbetrieb, aber
gerade bei dieser Lokomotive muss eigentlich die Zahnstange eingeschaltet werden, weil es ein besonderer Reiz, diesen Betrieb des Zahnrades gegen den Uhrzeigersinn zu beobachten. Oh, jetzt kann ich nur noch sagen, lieber Reinhard, uff, wir haben es geschafft. Oh, sind wir schon durch? Das war eine sehr kurze... Hast du mitgezählt, wie viele Neuheiten wir vorgestellt haben? Nein, definitiv nicht. Also, wir haben gezählt, es sind 22, liebe Zuschauer. Wir sind jetzt eigentlich am Ende, aber wir haben ja noch ein kleines bisschen was vor. Keine Angst, passiert nichts. Und zwar eine kleine Ankündigung von uns. Alle vorgestellten Artikel hier, liebe Zuschauer, können Sie natürlich bei uns auf den Seiten X-Train24 vorbestellen. Und nicht nur vorbestellen, sondern Sie haben auch noch einen kleinen Vorteil davon. Bei einem Warenwert von 100 Euro gibt es noch einen kleinen Einkaufsgutschein für den Ihren nächsten Einkauf mit. Diese Aktion läuft bis zum 29. Februar, also auch über die Messe hinaus. Wenn Sie den Livestream jetzt nicht mitverfolgen konnten und den erst später als abgespeicherten Stream bei YouTube sehen, es gilt alles, das, was wir jetzt gesagt haben. Nutzen Sie also die Möglichkeit und die Chance, bei X-Train24 diese Artikel vorzubestellen. Das ist aber nicht das, was ich sagen wollte, sondern jetzt kommt eigentlich die richtige Ansage und da bitte ich mein Team, sich mal ein bisschen bereit zu halten. Wir machen jetzt eine Ansage. Unser Team hat sich etwas verändert, liebe Zuschauer. Wir haben einen ganz lieben, netten Kollegen, unseren Didi, verloren. Und das Schlimme ist, ich bin schuld. Der Didi hat die Eisenbahn immer beschrieben, sie ist schwarz, die Dampflok hat rote Räder und oben kommt Qualm raus. Und unser Didi hat uns leider verlassen, ist jetzt in den Schwarzwald gezogen und hat gestern, halten Sie sich fest, die Lokführerprüfung theoretisch bestanden. Und lieber Didi, ich hoffe, wir sehen jetzt mal das Bild. Wir gratulieren dir ganz, ganz herzlich dazu, das ganze Team ringsrum, so wie wir stehen. Wir halten mal den Daumen hoch. Didi, alles Gute für deinen neuen Beruf. Wir sind natürlich ein bisschen traurig, dass wir dich verloren haben. Aber ich glaube, ich habe dich verführt, Lokführer zu werden. Also alles Gute, wir denken an dich. Und du wirst dich sicherlich freuen über diese Werbung, die wir jetzt für dich gemacht haben, dass du also da wirklich zur Eisenbahn gegangen bist. Kannst du auch noch machen. Ja, also ich schließe mich den Glückwünschen an, natürlich auch aus dem Hause Märklin. Alles Gute und toi, toi, toi für die Zukunft. Aber sind wir nicht generell alles Verführer in unserer Branche, beziehungsweise Verführte? Es gehört eigentlich zu unserem Alltagsgeschäft. Ja. Und wie schon gesagt, ich kann mich nur wiederholen, die Eisenbahn und die Modelleisenbahn ist das schönste Hobby der Welt. Und das war ein sehr schönes Schlusswort von unserem Reinhard Reindl hier von Märklinstand. Ich freue mich, dass wir, wie gesagt, sehr umfangreich bei euch vorstellen konnten. Ich hoffe, Ihnen hat diese Vorstellung einigermaßen gefallen. Auch wenn es am Anfang etwas holprig war, sehen Sie es uns vor. Ich wiederhole mich nur, wir sehen es wie mit der Deutschen Bahn. Technische Probleme, unverkehrte Reihenfolge, Wagenreihung, kann alles mal passieren. Aber beim nächsten Livestream nachher bei ESU, verspreche ich Ihnen, wird das alles ein bisschen besser laufen. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und freue mich auch über Ihr Feedback, das Sie natürlich gerne tun können und dürfen. Wir würden auch sehr freuen über Kritik und Anregungen. Also bis gleich bei ESO. Bis dann. Tschüss.